So, versteht mich jeder oder nicht? Sonst lieber die Tür zumachen vielleicht. Hä? Das geht auch nicht an, das ist nur für die Kamera. Ja, das ist nicht für die Lautstärke hier. Aber normalerweise reicht meine Stimme für den Raum. Oder sollen wir die Tür zumachen? Der Zug fährt gleich ab. Gut. So, liebe Gäste, schön, dass Sie alle Zeit hatten zu kommen. Erst war ja gar nichts in Raden und jetzt kommt es ja so langsam. Und wir haben gesagt, wir filmen das für alle die, die nicht kommen, dass die das auch noch im Internet sehen. Also wer hier nicht gefilmt werden möchte, die Ausrichtung ist sowieso nur auf die Leute am Pult. Nicht, dass nachher jemand denkt, der ist mit irgendwem zusammen gefilmt worden. Nein, wir machen das nur, dass die Redner hier gefilmt werden. Die können also die Vorträge von dem Dr. Adam und Dr. Kuge, die können im Internet ab morgen oder übermorgen eingesehen werden. Und für all diejenigen, die sich nicht trauten, heute hier hinzukommen oder sich nicht trauen zu diskutieren oder nicht wollen, die können es dann heimlich zu Hause machen. Das Thema ist klar. Die stationären Krankenhäuser im Kreis insgesamt und gerade auch im Kreis Minden-Lübbecke sollen neu sortiert werden. Und Raden, wie man hört, soll das erste Opfer werden. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, da hat jeder seine Meinung zu. Und es sind ja in den letzten Tagen, nachdem erst gar nichts passiert ist, sind ja auf einmal so ein paar Sturzgeburten hier eingelaufen, die von SPD, CDU, FDP und dann von den Grünen nochmal, die eine Idee hatten, was uns an diesen ganzen Sachen, da sind ja bestimmt ganz viele gute Ideen dabei, was uns daran immer stört und was wir meinten, dass es das Thema meistens verfehlt, ist, dass es niemals eingebettet ist in eine Lösung für den Gesamtkreis und niemals eingebettet ist in die finanziellen Möglichkeiten, die wir eigentlich haben im Kreis. Also man redet dort aneinander vorbei, man weiß, dass man pleite ist und tut noch, als wenn man die Millionen so rausschmeißen könnte. Und nicht nur die Millionen, die hunderte Millionen. Und wir sagen, verflixt nochmal, wir müssen noch ein Konzept finden, so wie jeder sein Haus bauen würde, dass er sagt, was will ich, was kann ich und dementsprechend muss ich das ausrichten. Träume kann man später dann noch ergänzen, wenn mal wieder Geld da ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir versuchen mal die verschiedenen Ideen, die von allen Parteien da sind, das mal heute Abend noch etwas zu ordnen. Denn es ist ja so, gesagt ist doch fast alles. Und viele widersprechen sich heute gegenüber dem, was sie mal gesagt haben. Das ist ja auch alles normal. Man hat ja immer wieder neue Ideen, man entwickelt das weiter. Das ist alles in Ordnung. Nur es guckt doch auch so richtig keiner mehr durch, was eigentlich eine vernünftige Lösung wäre. Und da sind wir mit den Praktikern, die wir in unserer Bürgerinitiative haben, glaube ich, ganz gut aufgestellt, da einen roten Faden zu leisten, der, da würden wir uns drüber freuen, auch von den Parteien dann aufgegriffen und ergänzt würde. Und ich denke, wenn das bis heute noch nicht so der Fall war, dann wird das hoffentlich in Zukunft etwas besser laufen. Die haben alle Angst vor uns. Keiner weiß eigentlich, warum. Vielleicht ist es einfach, dass sie keine Ideen haben, dass sie selber nicht genau wissen. Es ist ja auch schwierig. Wie will man die stationäre Versorgung im Kreis ohne Geld neu ausrichten? Ein ganz schweres Thema. Und deshalb haben wir als ersten Gastredner den Dr. Adam, der so ein bisschen
einen historischen Abriss gibt und hinter ungefähr 10 Minuten, nehmen wir uns mal vor, und dann kommt Dr. Arno Kuge, der unser Konzept noch mal vorstellt, und anschließend würden wir ganz gerne diskutieren. Guten Abend, liebe Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sehe viele Freundinnen und Freunde. Nö, ich habe ja meinen Teil hier. Ja, sicher geht das. Wenn du mich nicht so oft unterbrichst, komme ich mit den 10 Minuten hin. Also, warum Erhalt des Krankenhauses Raden? Wenn man dieses schöne Bild sieht, und ich hoffe, ihr könnt das alle erkennen, da sieht man drei Sachen, die miteinander gar nichts zu tun haben. Die Rettungswache rechts hat gar nichts zu tun mit dem Ärztehaus links und das Krankenhaus hat mit beiden eigentlich nichts zu tun. Das sind drei verschiedene Regieführer. Das ist zum Teil schon ein Problem in Deutschland. Es gibt Länder, da ist das alles aus einer Quelle. So, warum stehe ich hier überhaupt rum? Und warum mache ich das jetzt seit 1,5 Jahren? 3 Kinder werden so gut wie gestorben ohne unser Krankenhaus in Raden. In gut 3 Jahrzehnten. Warum ein Neubau, wenn es doch 2 Bauten gibt? Das war so meine Frage. Nachhaltigkeit und Umwelt war mir wichtig. Und auch nach meinen vielen Recherchen in Europa und deutschlandweit gibt es viele alte Gebäude, die im Innern modernste Technik bevorraten. Ich will keine aufzählen. Dann haben wir noch die wohnortnahe Versorgung für alte Leute. Bei uns wirft man vor, wir gucken nicht in die Zukunft, aber mein Programm ist die Zukunft. Die alten Leute werden mehr und die ärmeren Leute, wenn das so weitergeht, auch. Und die können, so hatte ich oft Patienten, nicht so ohne weiteres nach Minden fahren. Dann Zukunft der Medizin. Alle Punkte, die ich jetzt so habe, könnt ihr nachher noch mal mich fragen. Da kann ich ausführlich jeweils 1/2 Stunde drüber reden, denn die Zukunft wird so sein, dass man 2 Wege hat, wie arm und reich. Man wird einen Weg haben, Spitzenmedizin, gentechnische Therapien, Krebs, das wird Highlight-Medizin sein, pro Patient 100.000. Und dann wird man aber komischerweise auch noch eine Gallen-OP haben und mal einen Blinddarm und mal, so wie ich gerade, eine kleine Handverletzung. Da ist dann das Krankenhaus der Grundversorgung wichtig. Was ich gelernt habe, und zwar ganz schnell, da ich darf dich jetzt auch mal Freund nennen, mit Dr. Arno Kuge 2x3 Stunden intensiv zusammen sein durfte, habe ich auch gelernt, im Vordergrund steht die Wirtschaft beim Krankenhauswesen. Dann kommt die Parteipolitik und dann kommt erst der Patient. Chronologischer Verlauf. Und ich will mich da ganz kurz fassen, weil ich schätze mal, alle, die jetzt hier sind, die haben schon zu viel gelesen. Schließung ohne Auftrag durch die Politiker des Kreistages. 2 Politiker des Kreistages haben mir gesagt, und da war ich selbst erstaunt, dass sie über was abstimmen, was sie selbst gar nicht so richtig verstehen. Es soll in der Politik vorkommen. So, wir haben 2x das Krankenhaus Raden gerettet. Der gute Minister Laumann, der auch eine lange Sache hat in der Politik, hat uns das Highlight Teleportalklinik serviert. Übrigens, was immer noch hochmodernes Thema im Krankenhauswesen ist. Dann haben wir ein Krankenhaus plötzlich gehabt, wo ich gegen war, wo wir keine Chefärzte mehr hatten. Da hatten wir plötzlich fast die ganze Woche nur Oberärzte, bis auf Stippvisiten. Das kommt beim Volk nicht gut an. Also die Deregulierung, das langsame Sterben, haben sie dann etwas immer beschleunigt. Ne? Dann sollte plötzlich, obwohl es immer gut ging, haben mir viele Ärzte aus Lübbecke gesagt, dass die Kooperation mit Lübbecke gut lief. Manche, es gab sogar Ärzte, die sind gern nach Raden gekommen, soll gegeben haben. Dann hat man in Minden überlegt, Uniklinik, habe ich ja auch ein bisschen für gesorgt und war ja ein Glücksfall, dass wir das gekriegt haben. Über Nacht wurde Minden Uniklinik, haben die gesagt, das übernehmen wir mal eben. Und seitdem ging es bergab, 2018, seitdem ging es bergab. Bis dahin hatten wir immer positive Zahlen. Und dann geht das natürlich ganz rasch, man schließt die Chirurgie so ganz langsam,
Man operiert immer weniger, irgendwann ist es zu, man macht eine Station zu, man baut Personal ab. Und mittlerweile, die letzten Wochen waren ja kurios, dem Personal wurde gesagt, sie sollten sich schon mal was Neues suchen, wollten natürlich alle nach Lübeck, aber es geht ja auch nicht so einfach. Und immer weniger Notfallversorgung, man schließt ein Krankenhaus, dann Nachmittag ab 16 Uhr ist es dann kein Krankenhaus mehr und die letzten Wochen sind oft gar keine Patienten mehr da. Notfallversorgung ist dann natürlich auch im Eimer, weil ich habe dummerweise habe ich das Gesetz für die Notfallversorgung gelesen. Die Notfallrettungsversorgung liegt ja im Kreis. Da hat nicht ein anderer mit zu tun, aber es steht in dem Gesetz, in aller Regel stellen die Ärzte des Krankenhauses die Notärzte. Und das hat immer in Raden eigentlich so funktioniert. Ich frage mich, wie die, wenn die rund um die Uhr Notärzte hier in Raden weiterstellen wollen in Zukunft, dann müssen sie 4, 5 Ärzte voll anstellen. Einer ist immer krank, einer im Urlaub und so weiter. So, dann Transparenz. Komischerweise sucht man jetzt wieder Schuldige. Das ist in der Politik immer so, wer das noch nicht so kennt. Und man hat jetzt schon welche gefunden. Das ist dann die MKK und der neue Landrat. Das finde ich absurd, wenn man da so lange nebulöse Informationen gibt. Dann alle sollten warten, immer wenn wir nachgefragt haben. Und darf ich ja sagen, wir haben sogar dem Professor Ogurski, Arno, dem auch unsere Ideen zugetragen. Alle haben immer gesagt, Land auf, Land ab, wenn wir gefragt haben, wir warten Ogurski ab. Aber das Krankenhaus ist jetzt quasi geschlossen. Die Kreistagsmitglieder, witzigerweise haben wir 10 Kreistagsmitglieder in Raden, Espelkamp, Stemmwede zusammen. Wo sind die? Was sagen die? Bürgermeister und Ratsherren will ich gar nicht von reden. Ich war 3-mal bei dem lieben Bert, also unserem Bürgermeister, und jetzt schwenkt er auch und er hat ja immer was gemacht, hat er mir gesagt. MKK macht vollendete Tatsachen. So, 2-mal in der Vergangenheit haben wir die Schließung abgewendet. Warum nicht ein 3. Mal? Krankenhaus ist in vielen schnellen Schritten jetzt dereguliert wird. Warum wird auch in Zukunft ein Krankenhaus der Grundversorgung im Nordkreis sinnvoll und notwendig sein? Ich bin ja nur Arzt. Der Blick in die Zukunft, wenn man Geld ohne Ende hat, und das haben wir ja in unserem Land, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber wir haben ambulante Praxen, egal wo ich hinhöre, die völlig am Limit sind. Egal, ob es Kinderärzte sind oder Allgemeinmediziner, die haben oft Aufnahmestopp. Das könnte das Unwort des Jahres werden nächstes Jahr. Notaufnahmen am Limit. Ne? Wenn wir dann Notdienst machen und es kommen 110, 120 Kinder am Tag, dann ist das, du würdest sagen, ist ein bisschen schnell dann. Ne? Also es sind ein bisschen viele. Dann, da kann ich später noch was zu sagen, ich muss ja 10 Minuten auskommen, das teure deutsche 2-Facharzt-Schienensystem. Nur in einem Satz gesagt, die Ärzte in den Praxen, die Fachärzte, haben nichts zu tun finanziell und korrespondieren eigentlich mit den Krankenhausfachärzten. Ich kenne aber Länder, da ist das so, dass, wie eine meiner Kolleginnen, also wie der jetzt gestern operiert wird, wird am Mittwoch rausgeschmissen nach der Hüft-OP, schon nach 3 Tagen, weil jeden weiteren Tag, Donnerstag, Freitag, nachmittags, kann sie zu dem gleichen Facharzt in dessen Praxis gehen. Das gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Die müssen es oft, und das kriegen wir als Ärzte mit, dann sich Donnerstag, Freitag um einen Termin beim Arzt bemühen. Und das ist nicht immer einfach, wie ihr alle wisst. Dann die teure Spitzenmedizin, die man uns... Es ist ja auch witzig, dass man uns weiß macht, wenn ich was verkleinere und was wegnehme, dass es dann besser wird. Das kann eigentlich nur die Politik sagen. Also es wird mir, wenn ich jetzt sagen würde, ich behandle nicht mehr 100 Patienten am Tag, sondern nur noch 50, wird es dann besser. Also der Kollaps der medizinischen Versorgung, den müssen wir vermeiden. Und wir brauchen niederschwellige Angebote. Wir müssen nicht alle zur Uniklinik rennen demnächst für kleine Verletzungen. Fazit. Aus Sicht meiner 1,5-jährigen Recherchen in Europa, in Deutschland, vornehmlich Dänemark und Holland und natürlich in vielen Kreisen,
die vor ähnlichen Problemen stehen oder vor den gleichen Problemen wie der Kreis Minden-Lübbecke mit seinem Krankenhauswesen, kann ich sagen, die Zukunft wird nicht sein, dass wir nur noch auf der grünen Wiese ein Spitzenkrankenhaus haben. Selbst die Dänen, die das gemacht haben, anfangs mit großem Erfolg, haben jetzt eingesehen, dass sie im ländlichen Bereich auch kleinere Praxiskliniken oder kleinere Krankenhäuser brauchen. Ich würde sagen, 8 Minuten, ne, oder? Also ich habe auf die Uhr geguckt. Dankeschön. Ich habe die Freude, also wie gesagt, ihr könnt nachher zu jedem Punkt, Stichpunkt Fragen stellen, denn wir haben ja heute gesagt, wir bleiben sachlich und wir lassen ganz viel diskutieren, weil sicherlich nicht alle hier hingekommen sind, um nur das Gleiche zu hören, was schon jetzt ein Jahr lang in allen Zeitungen steht. Und ich habe die Freude, dem lieben Dr. Arno Kuke das Wort zu übergeben. Er ist Diplomökonom, habe ich viel von gelernt, war in seiner 35-jährigen Tätigkeit und beruflichen Karriere verantwortlich für die Führung verschiedener Kliniken und Klinikgruppen. Also ein bisschen Bornemeyer wäre untertrieben. Und für mich ganz spannend, er hat die Doktorarbeit, darf ich ja sagen, über das DRG-System geschrieben. Also dass meinetwegen eine Hüfte 8.000 Euro bringt und meine Handverletzung nur 40 Euro. Ne? Also insofern freue ich mich, dass du da bist und weitermachst. Jetzt muss ich, kannst du das selbst? Guck mal. Ja, danke schön. Es ist ja so, dass, wie Wolfgang schon sagte, wir jetzt inflationär erleben, Politiker, die sich beeilen, auch noch ihren Senf dazu zu geben. Das finde ich grundsätzlich also sehr gut. Hoffen wir mal, dass der kommt. Jetzt ist das der Demonstrationseffekt. Da tut sich nichts. Eigentlich sucht er immer alleine. Was geht. Wir da irgendwie das? Kann einer, können Sie das Bild überhaupt sehen? So langsam kommt er. Er ist ja näher. Klar und deutlich sehen. Gut. Gehen wir nochmal zurück. So. Also das heißt, wir haben hier auf der örtlichen Ebene jetzt Politiker, wo einer nach dem anderen irgendeine Theorie auf den Tisch bringt. Noch lauter. Das ist natürlich für mich recht schwer, weil ich eine ziemlich leise Stimme habe. Da haben wir jetzt nicht so dran gedacht. Also ich bemühe mich. Also Politiker vor Ort, beispielsweise die Grünen, die die Praxisklinik jetzt vorschlagen und sagen, Raden möge doch eine Praxisklinik werden. Super Idee, kann ich zu sagen, habe ich 1980 eröffnet in Bad Ems, die dritte Praxisklinik in Deutschland, im Bau bereits begleitet und 10 Jahre geführt. Und da gibt es auch eine wissenschaftliche Begleitstudie zur Praxisklinik, der Wirkung von Praxiskliniken. Ein super spannendes Modell, das nur in Deutschland, siehe Poliklinik, nicht richtig weiterentwickelt worden ist. Ich könnte also sofort, wenn ich wollte, die Killer-Argumente zur Praxisklinik bringen. Das unterlasse ich. Man sollte auf jeden Fall das Thema diskutieren. Dann haben wir heute die Frau Winkelmann, um nur mal eine Auswahl zu bringen auf den Tisch.
die Frau Winkelmann sagt, ja, ist ja schön und gut, die Bürgerinitiative. Ja, das kann er nur. Das ist ja Mist. Ja, das tut mir wirklich schrecklich leid, wenn das jetzt nicht so richtig ankommt. Geht das? Müssen also ganz still sein. Also Frau Winkelmann sagt, ihr wollt ja Geriatrie machen. Und dann bringt sie das Argument, Geriatrie ist ja geriatrische Rehabilitation. Wenn ich jetzt mal die Terminologie der Mengenlehre bemühe, dann ist geriatrische Rehabilitation eine Teilmenge der Geriatrie. Aber Geriatrie ist nicht automatisch geriatrische Rehabilitation. Da gibt es eine Menge dazwischen. Da könnte man alleine hier einen ganzen Abend drüber reden. Das will ich aber auch gleich noch ein bisschen näher erläutern. Aber da ist dann nicht die Bürgerinitiative, sondern Frau Winkelmann zu kurz gesprungen. Und ich darf mir auch einen polemischen Hinweis nicht verkneifen, weil es mir konkret begegnet ist als Argument. Wenn also ein Politiker sagt, schließlich bin ich hier geboren im Krankenhaus, schließlich war ich hier schon zu Besuch und ich bin auch hier im Krankenhaus schon behandelt worden und deshalb bin ich Krankenhausexperte, dann ist das auch nicht richtig. Krankenhaus ist ein kompliziertes Thema und nicht so leicht zu begreifen. Es ist vor allem multiprofessionell, nicht jeder weiß alles zu dem Thema, auch ich nicht. Und wenn ich was nicht weiß, dann bin ich eben auch so offen, es zuzugeben. Gut, hier der Herr Minister Laumann, dem ich mich auch mit diesem Foto ein wenig genähert habe. Da bin ich jetzt auch im Gespräch mit dem Ministerium, dass die nicht sagen, Bürgerinitiative, Populisten, brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen, sondern dass dahinter ja Ideen stecken. Auch Augurski-Team haben wir gesprochen, Ideen, die man sich zumindest anhören kann. Ich höre mir ja auch die Idee der Praxisklinik an. Die kann mir ja nicht unsympathisch sein, wenn ich 10 Jahre meines Berufslebens in einer Praxisklinik zugebracht habe. Aber kommen wir jetzt mal zu Rhaden. Das haben wir heute schon gehört. Rhaden muss erhalten werden, weil, ja warum denn, schon einmal die Notfall- und Grundversorgung in weiten Teilen des Kreises gefährdet wäre, wenn wir Rhaden nicht erhalten. Die vom Ministerium oder dem Land sich selbst auferlegte 20-Minuten-Regelung zur Farce würde hier im Kreis, wenn Rhaden nicht mehr existieren würde. Und wir auch eigentlich, die Geriatrie ist im Kreis nach meinem Dafürhalten vernachlässigt, zumindest zahlenmäßig. Wenn wir die Geriatrie vernünftig versorgen wollen, brauchen wir dieses Krankenhaus auch. Deshalb sind wir der Meinung, dass ein Erhalt des Krankenhauses möglich ist. Man muss es nur politisch wollen. Ja, am Anfang steht der Wille und nicht der Wille, es sozusagen still und heimlich abzuwickeln, sondern man muss sagen, okay, wir wollen diesen Standort im Sinne der Ziele der Politik, die ich auch gleich noch erläutere, gerne erhalten. Schauen wir mal einfach auf die Landkarte, das ist ja immer ganz gut. Wir haben im Nordkreis Rhaden, das ist leicht zu erkennen. Und die blaue Linie, die man jetzt vielleicht nicht so gut sieht, die da herumwabert, das ist die Zone 20 Minuten. Diese Folie haben wir auch nicht erfunden, die haben wir nämlich von MKK übernommen, von der Beratungsfirma Endera. Das hat ja mal eine große Rolle gespielt, diese 20 Minuten. 10 Meter links oder 10 Meter rechts, das hat dann über den Krankenhausstandort entscheiden sollen. Ist natürlich Quatsch, aber man kann sich genauso gut vorstellen, wenn
diese blaue Linie wegfiele, weil Raden wegfiele, dann gehen im Nordkreis zumindest mal, was die 20-Minuten-Regelung anbetrifft, die Lichter aus. Wo kommt diese Regelung überhaupt her? Die steht im Landeskrankenhausplan. Ich lese es mal vor. Die Erreichbarkeit von Krankenhäusern mit den Leistungsgruppen allgemeine, innere Medizin und allgemeine Chirurgie ist daher ortsnahe Versorgung ist gemeint. Innerhalb von 20 pkw Fahrzeitminuten für 90% aller Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Man hat dem Minister eine Brücke gebaut und hat geredet von 30 Minuten, weil andere Bundesländer an der Stelle 30 Minuten einsetzen. Auch der Bundesminister an 30 Minuten denkt. Und der Laumann hat gesagt, nee, 20 Minuten, ja gut, dann meine ich, dann ist es wohl auch richtig und dann sollte er sich daran auch festhalten lassen. Fest steht, ohne Raden ist diese 20-Minuten-Regel im Kreis zur Farce geworden. Das geht dann einfach nicht. Ganz wichtig, man muss unterscheiden von dieser 20-Minuten-Regelung, die ja lediglich eine allgemeine Erreichbarkeit des Krankenhauses beinhaltet, wo man als Besucher oder als ambulanter Patient zum Krankenhaus fährt und möglichst in 20 Minuten dieses Krankenhaus in den beiden Abteilungen Innere Medizin und Chirurgie antrifft. Viel wichtiger ist eigentlich der Rettungsdienst. Und da gelten die Eintreffzeiten laut Planung des Kreises sehr ambitioniert festgesetzt auf 12 Minuten. Also da mache ich ein Fragezeichen hinter, aber es ist ja immer gut, wenn man nach dem Utopischen strebt, um das Reale zu erreichen. Jedenfalls ist das hier zunächst mal gesetzt. Das ist also die Zeitspanne, die Eintreffzeit zwischen Einsatzentscheidung, da ruft jemand an, das ist, man weiß, das ist kein Fake-Anruf und so weiter, hat ein paar Sachen geklärt und dann sagt man, jetzt fährt der Wagen los, dann tickert die Uhr, bis das der Bordsteinkante Einsatzstelle, also Mehrfamilienhaus gilt, Bordsteinkante an der Straße angekommen ist. Die Treppen hoch, das kommt dann noch zusätzlich. Zusätzlich, und das ist ganz wichtig, kommen aber auch noch die Zeiten, wenn der Rettungsdienst den Patienten abliefert im Krankenhaus, die sich im Krankenhaus addieren. Da können Wartezeiten sein, weil der OP gerade blockiert ist oder das Röntgen blockiert ist und ähnliches mehr. Da wartet Chirurg auf Anästhesist oder Anästhesist auf Chirurg, das kennen wir alles. Da vergeht auch noch Zeit. Wir wissen aus der Diskussion im Rettungswesen, da ist man nicht überall einer Meinung, aber es gilt in etwa die goldene Stunde. Das heißt, man sollte innerhalb einer Stunde einem Patienten, der vital, also im Leben bedroht ist, helfen. Denn nach einer Stunde gehen die Überlebenschancen drastisch runter. Das muss man berücksichtigen. Deshalb schauen wir uns mal an, wie ist denn hier die Realität. Ich habe hier leider nur alte Daten im Kreis. Also das heißt, die Rettungseinsätze in einem Jahr hier von 2014 auf 2015. Und abgetragen sind die Rettungswachen, Minden, Porta Westfalica und so weiter, auch natürlich Raden. Die Anzahl der Einsätze, die in dem Jahr gefahren worden sind, die Dauer der Einsätze und auch auf den Tag nochmal heruntergebrochen. Und da fällt auf, dass Minden und Bad Oeynhausen vergleichsweise sehr viele Einsätze haben. Die anderen Orte fallen ab, aber auch Lübbecke und Raden, Raden steht ja hier in Rede, sind immerhin mit über 2000 Einsätzen pro Jahr dabei. Was auffällt, das ist sozusagen mein Heimatort Stemwede, mit auffallend wenig Einsätzen. Hier vermute ich weiß nicht, ob das jemand schon mal geklärt hat,
dass auch aus Nachbarkreisen Rettungseinsätze gefahren werden und die in der Statistik des Kreises, die ja hier zugrunde liegt, nicht auftauchen. Wenn man auf die Dauer der Einsätze schaut, da sind viele Einsätze um die Stunde. Das ist aber nicht die goldene Stunde, die ich gerade meinte, denn da wird ja der Patient erst im Krankenhaus abgegeben und dann fängt ja erst die eigentliche Hilfe an. Also das sind schon recht lange Zeiten in Düsseldorf oder in Ballungsgebieten schlechthin. Da wären die Zeiten durchweg geringer. Umso bedenklicher, also der Bürgermeister von Stemwede sollte hier sitzen. Schande über Herrn Abruzzat, würde ich mal sagen, diesbezüglich. Aber er zieht eine Familienfeier vor, das mag ja okay sein. Aber ich wäre als Bürgermeister der Frage schon lange nachgegangen. Eine Stunde, 24 Minuten und dann addieren sich noch die Zeiten im Krankenhaus. Das ist auf jeden Fall schlecht. Ja, mehr ist dazu zunächst mal nicht zu sagen. Man muss die Maßnahmen, die man vor Ort vornimmt, auch mit den Zielen der Gesundheitspolitik abstimmen. Die sind ja nicht ganz dumm. Einmal möchte man, dass in den Krankenhäusern sowohl qualitativ als auch quantitativ sinnvolle Leistungsangebote herrschen. Also nicht ein Linksherzkatheter pro Jahr, sondern besser 1000, weil einfach dann auch eine Übungsdegression da ist der Ärzte und die Qualität, wenn man mehr macht, man ist im Fluss, dann auch besser ist. Konzentration und Spezialisierung, Stichwort Zentrenbildung in Nordrhein-Westfalen stark vorangetrieben, beispielsweise die Bildung von Brustzentren. Das hat ja nun auch Hintergründe in der Krebsbekämpfung. Auch das ist mit Sicherheit nicht abzulehnen. Daneben immer wieder, oft leider nur als Lippenbekenntnis, Erhalt der Grundversorgung. Ja, weil Wolfgang Adam sagte, wir brauchen neben diesen vielen hochspezialisierten Kliniken auch Häuser, die Alltagsprobleme handeln von alten Menschen, Dehydrierung. Der alte Mensch hat ja meistens mehrere Krankheiten auf einmal. Der hat einen Bluthochdruck, dieses und jenes. Der ist postoperativ geschwächt nach einer Hüftoperation. Etc., etc. Also dafür brauchen wir nicht das Maximalversorgungskrankenhaus, sondern dieser Patient ist sicherlich sehr gut in Häusern der Grundversorgung, die familiär geführt sind, wo jeder jeden kennt, der Patient nicht nur eine Nummer ist, gut aufgehoben ist. Ich persönlich habe immer gesagt, weil ich auch in Häusern, in kleinen Häusern gearbeitet habe, auch in der Krankenhauskette Paracelsus. Das waren alles Häuser, so um die 200 Betten, auf dem Weg ins neonatologische Zentrum leider verstorben. Man muss ja genau abwägen, wenn man eine Spezialversorgung hat, wie weit ist es bis dahin? Und mache ich nicht lieber eine ortsnahe Versorgung? Wir hatten unter anderem auch das Krankenhaus in Helgoland, das Inselkrankenhaus, und da gibt es Situationen, wo das Meer so hoch schlägt, dass ein Dampfer nicht fährt und der Sturm so stark ist, dass ein Hubschrauber nicht fliegen kann und da könnte einer an einer Schnittwunde verbluten. Also da braucht man auch eine zumindest ärztliche Versorgung, auch ein kleines Krankenhaus, vor allen Dingen dann, wenn im Sommer die Besucher kommen und haufenweise umkippen. Nicht zu verschweigen, dass diese Ziele mit den Zielen der Bürgerinitiative sehr gut harmonieren. Kommen wir mal zur Konzeption in Raden. Unser Hauptkonzept zielt darauf ab, die innere Abteilung zu stärken. Wie ich flapsig gesagt habe, da muss Fleisch an den Knochen. Die innere Abteilung für sich mit den normalen Erkrankungen bei dem Einzugsgebiet hier ist nicht überlebensfähig. Da brauchen wir schon
da brauchen wir schon ein bisschen Fleisch an den Knochen und das hätten wir mit der Geriatrie gefunden. Die Geriatrie ist von der Einordnung her eine Zusatzbezeichnung in der Weiterbildung der Ärzte. Die erwerben in der Regel Internisten und die Krankheitsbilder in der Geriatrie, wo die Patienten, wie gesagt, ja viele Krankheiten haben, sie sind multimorbide, die sind in der Regel internistischer Natur. Natürlich kann man lange streiten, macht man eine traumatische Alterstraumatologie oder in der Neurologie eine spezialgeriatrische Versorgung, darüber kann man lange streiten. Das ist hier aber nicht gemeint. Hier ist die typische Geriatrie, wie sie an vielen Krankenhäusern, ich sie auch zuletzt erlebt habe am Klinikum Osnabrück mit Professor Lütje, diese Art von Geriatrie ist gemeint und es ist eine Akutgeriatrie, keine geriatrische Rehabilitation zunächst. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Notfallversorgung. Wir wissen aus einem Gutachten, an dem ich auch mitwirken konnte, Zahlen geliefert habe, Daten geliefert habe, im Klinikum Osnabrück, dass die Hälfte aller Notfallpatienten ambulant ist im Krankenhaus. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. In den Praxen läuft häufig der Anrufbeantworter in Notfällen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Krankenhaus. Das machen die Patienten. Also sollte man die Patienten auch nicht mit Eigenanteilen bestrafen, sondern das Problem an der Wurzel lösen. Die Wurzel, die liegt darin, das sage ich auch nur ganz kurz am Rande, dass die Krankenhäuser von den kassenärztlichen Vereinigungen unzureichend bezahlt werden für die Notfälle. Osnabrück 30.000 ambulante Notfälle pro Jahr. Die KV'n bezahlen pro Fall 20 Euro. Kosten tut er 120 Euro, macht 3 Millionen Verlust, wenn man das nachrechnen möchte. Allein aus dieser Tatsache heraus. Das ist natürlich Geld, das die KV behalten können. Wenn sie es selber organisieren müsste, würde es auf jeden Fall teurer als der Status quo. Deshalb finden die KV'n das eigentlich ganz gut. Und wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich sagen, ihr KV'n habt den Krankenhäusern die tatsächlich entstandenen Kosten, natürlich nachgewiesene Kosten, zu erstatten. 120 Euro pro Fall. Dann würde die KV zu Recht sagen, das ist ja viel zu teuer. Ihr habt ja eine viel zu teure Struktur. Wir können das ja in der Praxis viel günstiger. Ja, dann müssen die niedergelassenen Ärzte eben nachts auch mal aufstehen. Also gehört zur Geriatrie hier auch eine gute internistische Notfallversorgung. Die politischen Vorgaben Konzentration sind erfüllt. Wir konzentrieren die Geriatrie auf Raden, nirgendwo anders. Spezialisierung auch. In gewisser Weise wird das Krankenhaus in Raden auf innere Medizin, Geriatrie fokussiert. Es gibt auch noch eine kleine D-Arztambulanz dazu. Was eine D-Arztambulanz ist, definieren die Berufsgenossenschaften nach dem sogenannten Verletzungsartenverfahren. Da werden die Verletzungsarten klassifiziert bis zu schwer verletzten Artenverfahren und auch die Kategorie von Versorgungsangeboten. D-Arztambulanz ist sozusagen die niedrigste Kategorie, das ist aber nicht minderwertig, sondern im Sinne einer ABC-Analyse kann man damit rechnen, dass man damit 90% der Fälle, die hier üblicherweise auftreten, auch erschlägt. Und der polytraumatisierte, also vielfach verletzte Unfallpatient, der hat in Raden hatte nichts und hat auch in Zukunft da nichts zu suchen. Wir sind der Meinung, dass unser Konzept, das ist mit wenig Bau verbunden, eigentlich die Mühlenkreiskliniken sehr gering nur belasten würde. Der Einwand, der auch von den Mühlenkreiskliniken schon gekommen ist, die Geriatrie ist ja Universitätsmedizin. Und die müssen wir ja in Minden vorhalten, sonst verlieren wir den Status als Universitätsklinikum, ist falsch. Weil wir brauchen hier nur ein Türschild zu machen, Betriebsstätte, das Klinikum Minden, das ist so gut wie Minden,
Universitätsabteilung Geriatrie. Und schon ist der Drops gelutscht. Wie ist denn eigentlich jetzt der Stand der Planung, von der man ja viel hört? Da ist der Lauterbach zugange und da ist der Laumann zugange. Was machen die denn da eigentlich? Und das kann man nachlesen in einem Schreiben des Ministers vom 4.6. an den Landtagspräsidenten. Das haben wir glücklicherweise bekommen. Und da schreibt der Minister relativ optimistisch, ja, wir sind auf einem guten Weg, tralala. Zum Glück ist beigefügt, was denn hier geplant ist. Krankenhaus für Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen, 340 Krankenhäuser rund und Leistungsgruppe für Leistungsgruppe. Und da kann man dann nachlesen, dass die Krankenkassen in der letzten Planungsrunde gegen den Widerspruch der Leitung von MKK, Widerspruch ist eingelegt, ist, denke ich mal, zwingend notwendig, 368 Fälle Geriatrie in Lübeck verplanen wollen und 369 Fälle in Minden. Damit kann man mit Verlaub keine vernünftige Geriatrie weder in dem einen noch in dem anderen Krankenhaus darstellen. Und wenn man es zusammenzählt, das zeige ich gleich noch, fehlen auch noch ein paar Fälle. Das Ganze kann man dann auch noch auf der Ebene der neuen Regierungspräsidentin auf den Regierungsbezirk Detmold projizieren, wo diese Zahlen, die ich gerade nannte, enthalten sind. Man würde sich eigentlich ausrechnen, 11.300 geriatrische Fälle pro Jahr, die Kassen bieten aber nur 8.389 Fälle an. Ich habe es extra nachgezählt. Das ist aber soweit erstmal der amtliche Stand, 4.6. Daran sieht man schon, wie scheinheilig solche Planungsprozesse laufen. Planung also immer Ersatz des Zufalls durch den Irrtum. Auf Ebene des Landes war die letzte gute Krankenhausplanung, auf die man sich verlassen konnte, 2015. Da sah man auf Ebene des Landes 5.000 Betten insgesamt für Geriatrie vor. Sie merken, ich beleuchte jetzt nur die Geriatrie, ich könnte jetzt alle anderen Leistungsgruppen beleuchten, dann würden wir hier Wochen und Monate zusammensitzen. Wenn man das auf den Kreis runterbricht, kämen wir auf 1.700 Fälle. Das wird nach einer bekannten internationalen Formel, der Hill-Burton-Formel, die ich immer gerne zitiere, weil das ist altes Handwerk, was die Krankenhausplaner eben gerne vergessen, aber international immer noch üblich ist und durch nichts Besseres ersetzt ist, kann man das ausrechnen, 1.700 Fälle Geriatrie. Wir haben ja gerade gelernt, 368 Fälle in dem einen Krankenhaus, 369 Fälle in dem anderen Krankenhaus. Das meinen die Kassen, das sei bedarfsgerecht. Da fehlen mal roundabout fast 1.000 Fälle. Nee, die müssen mal her und die müssen auch geplant und die müssen auch bezahlt werden. Würde man die in Raden zusammenfassen würde, käme man auf 168 Betten und könnte sehr schön ein kleines, aber feines Krankenhaus darstellen. In der würde die Basisnotfallversorgung im Sinne des GBA stattfinden. Was GBA ist, erläutere ich gleich noch ganz kurz, und zwar rund um die Uhr und an 7 Tagen. Dazu gehört, hatte ich gerade schon angerissen, eine D-Arztambulanz. Mehr schaffen wir nicht. Die Argumente, die von MKK immer wieder vorgetragen werden, Facharztmangel. Ich kriege keinen Facharzt in die Pampa. Das gilt für niedergelassene Ärzte und das gilt gleichermaßen für Krankenhausärzte. Diesen Argumenten müssen wir uns stellen. Wenn hier eine Universitätsabteilung ist, Geriatrie, dann werden die Ärzte kommen aus Ausbildungszwecken. Aber wir werden hier nie darstellen können, Universitätsabteilung Chirurgie. Also sind alle Vorstellungen, dieses Krankenhaus aufzupeppen, baulich oder sonst, wir machen zweites Lübecke daraus, weil wir müssen ja dann in Zukunft Niedersachsen mitversorgen, weil dort Krankenhäuser durch die Zentralisierung, die im Kreis
Diepholz vorgesehen ist, wegfallen, ist meines Erachtens Illusion und ist auch ökonomisch sinnlos. Wir haben ja diese ganzen Strukturen bereits in Lübeck. So, das wäre aus unserer Sicht bedarfsgerecht. Das ist nicht das Optimum Optimorum. Das ist nicht das Wünschenswerte, aber das ist das Machbare. Außerdem, das hatte Wolfgang schon gesagt, helfen wir dann, die Notarztbesetzung zu gewährleisten. Und wir hätten eben rund um die Uhr eine Anlaufstelle für die Notfallversorgung. Was ich vergessen habe, muss ich noch ganz kurz ergänzen. Das ist ja unser Gesamtkonzept. Das ist ja ganz wichtig. Das ist einmal erläutert auf unserer Homepage, weshalb ich mich jetzt hier auf wenige Aspekte beschränke. Das beginnt in Bad Oeynhausen. Wir haben in Bad Oeynhausen das Herzzentrum, das hinsichtlich seiner Bedeutung zu den größten Herzzentren in Europa gehört. Fast die Hälfte aller Herztransplantationen werden alleine in Bad Oeynhausen gemacht. Das Herzzentrum hat also richtig Power. Es hat ein Eigeninteresse für Nachbardisziplinen. Ein Eigeninteresse ist zum Beispiel die schwer verständliche, aber jetzt auch von mir kapierte Spezialgeburtshilfe mit überregionalen Rang, weil aus dieser Geburtshilfe, wo Geburten überregional eingesammelt werden aus ganz Deutschland, die Kinder geboren werden, die anschließend einer kardiochirurgischen Versorgung bedürfen. Das kann man also schon bei Voruntersuchungen während der Schwangerschaft feststellen, sodass diese Geburten zentriert werden auf das HDZ. Da liegt ja es auf der Hand, das ist im Interesse des HDZ. Das ist keine Allgemeinversorgung im Sinne von MKK. Und wenn jetzt hier der Kreis und MKK finanziell schwach sind, dann kann man nicht von denen verlangen, dass sie das bezahlen. Also sollte das HDZ bezahlen. Also so muss man sich Abteilung für Abteilung durchhangeln. Ein weiterer Aspekt noch, das ist die Auguste-Victoria-Klinik, die orthopädische Fachklinik. Eine Perle, wie die Frau Dr. Overlack sagt, die Geschäftsführerin des Herzzentrums, hat sie richtig erkannt. Aber sie erfordert keinen Krankenhausneubau. Sie ist eine bessere Abteilung, sie belegt 60 Betten im Jahresmittel. Man kann sie genauso gut in Minden unterbringen. Vor allen Dingen dann, wenn das Geld knapp ist. Dann hat man ein Problem in Bad Oeynhausen, wo auch Platz knapp ist. Jeder, der die räumlichen Verhältnisse vor Ort kennt, der weiß das. Da ist auch Bauland knapp. Dann könnte man eigentlich froh sein, wenn man diese Klinik, die ja überregional tätig ist, nicht regional in Oeynhausen, genauso gut nach Minden schieben. Und um in Minden Platz zu schaffen, nimmt man die Geriatrie, die in Minden ja in Ansätzen schon vorhanden ist, sehr klein ist und relativ unbedeutend. Diese Geriatrie könnte man nach Raden schieben und hier entsprechend, wie von mir dargelegt, aufpeppen. Last but not least kommen wir zu Lübeck. Das ist relativ einfach erklärt und ich verstehe nicht, warum Politik jetzt wieder sagt, aber wir hätten doch gerne einen Neubau in Espelkamp. Haben wir immer noch nicht gelernt. MKK ist im Grunde genommen kurz vor der Pleite. Die können den Eigenanteil von 70 Millionen, den sie vorher auch nur mit Tricks hätten darstellen können, nicht stemmen. Da stehen über 500 Millionen plus Inflation im Raum. Davon würde das Land fördern 178 Millionen. Das ist Illusion. Bitte? Bund und Land fördern. Ja, Bund und Land, das ist ja ein Sondertopf. In der Tat ist ein Sondertopf. So. Das Land alleine könnte diese Summe gar nicht spenden, weil die 178 Millionen sind schon sensationell hoch. Also da würden über 300 Millionen Eigenanteil bleiben, plus die 70 Millionen, die MKK nicht kann. Das ist Kopfschuss, kann ich nur sagen, illusorisch. Also ist ja doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man Lübeck erstmal baulich ertüchtigt. Und zwar im Hinblick auf ein zu erstellendes medizinisches
Konzept, das zukunftssicher ist. Und da braucht man nicht auf Augurski warten, liebe Leute. Das hätte man schon vor 2 Jahren machen können und da könnte man jetzt schon längst dabei sitzen. Das wird Ihnen auch nicht Herr Augurski machen, das Konzept. Und meine feste Überzeugung und auch berufliche Erfahrung ist, am Anfang steht das Konzept. Ich habe ein Konzept, wie mache ich unter den Bedingungen, die Wolfgang auch geschildert hat, wie mache ich das Krankenhaus oder die Krankenhäuser generell in Minden-Lübbecke zukunftssicher. Und dazu brauche ich zunächst mal überhaupt nicht neu zu bauen. Das Konzept habe ich auf dem Papier und dann sage ich, dafür brauche ich so und so viel Quadratmeter, so und so viel Arztdienstzimmer, so und so viel OPs, so viel Krankenzimmer und so weiter. Und das füge ich zu einem Raum- und Funktionsprogramm zusammen. Und dann schaue ich erst im zweiten Schritt, wie bringe ich das wirtschaftlich besser unter? Kann ich das in einem Altbau darstellen in Lübbecke oder ist es vielleicht aus vielen Gründen doch besser neu zu bauen? Also ich warne davor, jetzt wieder ein Gutachten zu machen, das steht ja in Rede. Schauen wir mal, ob Lübbecke sanierbar ist. Nein, ich müsste ein Gutachten machen, ich habe das und das Raumprogramm. Kann ich das in den 55.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, die ich in Lübbecke habe, unterbringen? Oder kann ich das nicht? Muss ich da gegebenenfalls anbauen? Habe ich da Baurecht? Geht das überhaupt da in Hanglage und was weiß ich, was da alles ist? Nach meiner Einschätzung, die relativ laienhaft ist, aber aus Erfahrungen sich speist, müsste das eigentlich gehen. Jedenfalls ein Neubau ohne Konzept, lediglich damit zu begründen, wir haben da schöne neue Arbeitsplätze und wir haben OPs mit Tageslicht, so hat es in der Presse gestanden, von der Politik geäußert, das halte ich für äußerst dünn als Begründung für eine 500-Millionen-Investition. Sorry. Das dazu. Nehmen wir den GBA noch ganz kurz. Der GBA ist ein Ausschuss der Selbstverwaltung, Sitz Berlin, der regeln soll, wie die Krankenkassenausgaben denn getätigt werden. Das, was nicht durch den GBA ist, wird von der Krankenkasse auch nicht finanziert. Hier hat er in diesem Fall der GBA Richtlinien gemacht zu den Notfallstrukturen im Krankenhaus. Er stellt räumliche, personelle und apparative Bedingungen, die ich jetzt nicht im Einzelnen vorlese, aber als Ergebnis gibt es da eine, wie heißt sie so schön, Basisversorgung, eine erweiterte Notfallversorgung und eine umfassende Notfallversorgung. Diese Basisnotfallversorgung würden wir jetzt in der inneren Medizin natürlich nur in Raden darstellen können. Die erweiterte Notfallversorgung hätten wir in Lübbecke und gegebenenfalls auch in Bad Oeynhausen und die umfassende Notfallversorgung selbstverständlich dann in Minden. Hier aus der Untersuchung, das ist alles sehr klein und da brauchen Sie auch nicht versuchen, das zu lesen. Das kann man optisch verstehen. Erstmal haben wir gelernt, die Hälfte der Fälle, die im Krankenhaus als Notfälle aufschlagen, hier sind die Notfälle, die in den Krankenhäusern sind, differenziert. Die Hälfte sind ambulante Fälle. Die kommen zu Fuß und gehen wieder zu Fuß. Und von dem Rest ist die Frage, das ist dieses untere da mit diesen Balken, da ist der obere, ganz, ganz lange Balken, das sind Verletzungen im weitesten Sinne, die im Krankenhaus aufschlagen. Also die Schnittwunde, Verdacht auf Kopfplatzwunde und ähnliches mehr. Da taucht nicht auf das Polytrauma, die Schwerstverletzung im Sinne des Verletzungsartenverfahrens der Berufsgenossenschaft. Das gehört auch an spezialversorgende Kliniken. Aber diesen oberen Balken würden wir eben mit der D-Arztambulanz sehr gut erschlagen können. Und da ist es ja so, das sind ja nur Relationen hier, keine absoluten Zahlen. Wir können davon ausgehen, dass die absoluten Zahlen hier auf dem Land auch entsprechend geringer sind. Last but not least noch ganz kurz zur Krankenhausbedarfsplanung. Auch das brauchen Sie nicht zu lesen. Das ist eine Einschätzung von mir, die ich mal gemacht habe. Die habe ich nur als Erinnerungsstütze da an die Wand geworfen.
Einmal planen wir jetzt, und das ist schon sehr seltsam, dass es im Ministerium keine Leute sind, die global denken. Wenn ich jetzt eine Krankenhausplanung machen würde, habe ich 340 Krankenhäuser. Dann würde ich erstmal auf die Landkarte gucken und dann würde mir auffallen, im Ruhrgebiet, da geht ein Krankenhaus neben dem anderen. Da würde ich sagen, da können schon mal 20 weg. Wie viel will ich denn ungefähr insgesamt abbauen? Und dann schaue ich auf die Landkarte Ostwestfalen-Lippe und da sehe ich flaches Land, Raden. Oh, lieber nicht, denn wenn Raden weg ist, ist da ja nichts mehr, haben wir ja gerade gesehen. So macht man das aber nicht. Man plant jetzt Leistungsgruppen. Und mein Lieblingsthema ist der tiefe Rektumeingriff. Der tiefe Rektumeingriff als solcher definiert aber nicht das Krankenhaus. Wenn Sie jetzt planen, tiefer Rektumeingriff und dann gibt es noch weibliche Eierstockkrebs wird geplant unter anderem, dann kommt man nicht, wenn man das aufaddiert, zur Darstellung eines Krankenhauses. Aber wozu man kommt, ist, dass man Krankenhäuser kaputt machen kann. Das gut beleumundeten Schwerpunktkliniken in Bielefeld, die Fähigkeit abgesprochen wird, diese Eierstockkrebsoperation durchzuführen, aus Gründen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Das heißt, wer dort Gynäkologe werden will, kann diese Operation nicht machen. Der wird diese Krankenhäuser schon mal meiden und dann wird die Abteilung allein deswegen schon ins Hintertreffen geraten. Es wäre also reiner Zufall, wenn mit dieser Art der Planung Krankenhäuser herauskämen in ihrer Struktur, die leistungsfähig sind. Wir haben es ja gerade am Beispiel der Geriatrie gesehen. Da werden einmal 368 Fälle dahin geworfen und 369 Fälle dahin. Eine Geriatrie kann man damit aber nicht darstellen. Und so machen die das jetzt mit diesen Eingriffen. Gut, das ist das Problem der Landeskrankenhausplanung, auch das Problem von Lauterbach, der grundsätzlich hier auch so vorgehen will. Da kann ich nur dringend vorwarnen. Ein weiterer Aspekt, wenn du mir jetzt noch erlaubst, zwei Aspekte noch dazu. Das ist die Vorhaltepauschale von Herrn Lauterbach. Auch dazu ist was zu sagen. Wir haben in der ersten Runde der Krankenhausfinanzierung gehabt den pauschalen tagesgleichen Pflegesatz. Jeder Patient 200 D-Mark, sagen wir mal so. Und dann hat der Patient natürlich übers Wochenende gelegen, obwohl da nichts gemacht wurde. Er wurde aber gesagt, du kriegst ja noch Kaffee und Kuchen. Und dann kannst du mit deiner Family noch ein bisschen spazieren gehen draußen ums Krankenhaus. Dann ist er am Montag entlassen worden. So, danach gab es bis jetzt Fallpauschalen. Fallpauschalen heißt, Patienten so schnell wie möglich entlassen. Der gleiche Patient wird jetzt am Donnerstagnachmittag entlassen oder am Freitagmorgen und hat es am Freitagmorgen beim Aufwachen noch gar nicht gewusst, dass er an dem Morgen, so auch bei meinem Schwiegervater mal, der damals schon über 80 war, geschehen, vor dem Krankenhaus gestanden, hat zum Glück ein Handy gehabt und konnte anrufen, ich stehe hier und wer holt mich ab, die haben mich jetzt ganz plötzlich entlassen. So, das ist Fallpauschale. So, und jetzt kommt Lauterbachs Vorhaltepauschale. Sage keiner, dass ökonomische Regelungen keine Steuerungswirkung haben. Der pauschale Pflegesatz hat es gehabt, Verlängerung der Verweildauer, die Fallpauschale, quicker and sicker und blutige Entlassung. Und oft, bevor der Patient eigentlich in einem Zustand ist, wo er sich zu Hause noch zurechtfinden könnte. Der Lauterbach sagt, ihr kriegt jetzt euer Geld zu 60% oder bis zu 60% allein dafür, wie schön, dass wir da sind. Wir wollen den ökonomischen Druck von den Krankenhäusern nehmen. Da würde ich jetzt als Krankenhausverwalter sagen, clever wie ich bin, ja, das ist ja ganz prima, dann kriegen wir ja das Geld, ohne dass wir Patienten behandeln müssen. Dann brauchen wir lediglich eine Begründung dafür, dass wir keine Patienten aufnehmen zurzeit. Und das erleben wir in Spezialabteilungen, wo die Anforderungen in der Neonatologie beispielsweise schon so hochgeschraubt worden sind, dass sie kaum noch ein Krankenhaus erfüllen kann, zurzeit schon sehr häufig.
kein Bett frei, Intensivstation voll belegt, kein Personal, Urlaubszeit, geht nicht. So, das heißt, wir kommen von einer Medizin, die, sagen wir mal, so eine Art Fließbandmedizin, wo aber jeder Fall behandelt wurde, zu einer Warteschlangenmedizin. Da kann dann jeder für sich entscheiden, was besser ist. Ob er sich in die Warteschlange einreiht, der Krankenhäuser, die sagen, wir können gerade nicht. Es sind Krankenhäuser pleite gegangen, es werden jetzt systematisch Krankenhäuser abgebaut und dann kommt noch die Vorhaltepauschale. Das führt zwangsläufig zur Warteschlangenmedizin. Last but not least, auch wenn man nur einzelne Leistungsgruppen plant im Krankenhaus, dann wird auf jeden Fall das Ergebnis sein, man muss bauen, man muss umbauen, Krankenhausabteilungen werden zusammengelegt und so weiter. Das hat immer bauliche Auswirkungen. Und in Dänemark, das Beispiel hattest du ja auch genannt, da hat man ja auch eine neue Krankenhausstruktur gemacht mit wenigen Kliniken, die viele ersetzen sollen. Und da hat man aber vorher Geld in die Hand genommen, hat gesagt, das kostet jetzt roundabout 40 Milliarden, hat die 40 Milliarden auf den Tisch gelegt und dann ging es los. Keiner legt in Deutschland das Geld auf den Tisch, was diese Krankenhausreform von Lauterbach, die ja nicht nur eine Reform, sondern eine Revolution sein soll, nach seinem Bekunden. Also eine Revolution, das ist schon noch mehr. Keiner hat dafür das Geld bisher auf den Tisch gelegt. Das endet in der Katastrophe. Es wird alles durcheinander gewurschtelt. Viele Krankenhäuser gehen pleite. Und das Geld, um die notwendigen Umstrukturierungen zu leisten, ist nicht da. Wenn man hier fragt, jetzt das allerletzte noch zur Investitions... Allerletzte zur Investitionsgeschichte. Wenn man fragt, die Mühlenkreiskliniken, wie finanziert ihr denn eure Investition? Ja, die finanzieren die Investition wie alle Krankenhäuser aus dem Geld, den sie aus dem Betrieb abpressen können. Das heißt, sie sparen an Personal und Schwestern und so weiter und so fort. Und dem ganz, ganz wenigen Geld, das sie vom Land in Form sogenannter Baupauschalen bekommen. Das sind Pauschalen, da sollen sie den Neubau, den Ersatzneubau, da sollen sie alles bauen. Und wenn man das hier auf Mühlenkreiskliniken runterbricht, immerhin ein Konzern mit 450 Millionen Euro Jahresumsatz nach eigenem Bekunden. Ich habe die Zahlen sonst nirgendwo gesehen, das sind zitierte Zahlen. Der soll dann mit wenigen Millionen jährlich Investitionen auskommen. Da kann man sich ja leicht ausrechnen bei einer normalen Investitionsquote und dem Anlagevermögen, das man hier zu verwalten hat, dass die Investitionen wesentlich höher werden. Und da ist ein Neubau einfach absolut nicht drin. Ja, das wär's. Ich freue mich auf eine gute Diskussion und danke für Ihr Interesse und dass mir so geduldig zugehört haben, aber wie Sie merken, greift ja eins, wenn man so will, ins andere. Dankeschön. Sie nehmen das Mikrofon. Ach so, ich kann das ohne Mikrofon. Also ganz wichtig sind zwei Kernaussagen, die man nochmal verstehen muss, die für Raten gelten. Ich habe mir dummerweise die Mühe gemacht, das Eckpunktegesetz von Herrn Lauterbach durchzulesen und das Max, Ministerium für Arbeit und Gesundheit, Herr Laumann in Düsseldorf, habe ich auch durchgelesen. Und zwei Fakten, weil Bert Hondl, also unser Bürgermeister und auch die anderen haben das wahrscheinlich noch nicht so ganz richtig verstanden. Man kann nach diesem neuen Gesetz aus Düsseldorf ein Fachkrankenhaus für Geriatrie machen. Man kann auch ein Krankenhaus der Grundversorgung machen, in Kooperation Chirurgie bevorhalten. Das geht also alles weiter. Wenn uns die Politiker was anderes sagen, dann sollen sie einfach mal dummerweise diese 180 Seiten nehmen. Ja, besten Dank für eure Beiträge. Sehr interessant. Und ich möchte noch mal, weil wir hier ja in Raden sind, also es ist ja so, dass
Rahn hat auch Konsequenzen auf den gesamten Kreis Minden-Lübbecke. Wenn in Rahn das Krankenhaus geschlossen wird, was ja schon eigentlich der Fall ist, dann hat das unmittelbar Auswirkungen auf die Notfallversorgung in Minden und in Lübbecke. Die läuft nämlich über. Da kann man hinkommen und dann wird man sehen, man wartet dort 5-6 Stunden. Und deshalb einfach herzugehen und zu sagen, wir machen Rahn dicht, das ist unverantwortlich, weil drei Dinge eben dagegen sprechen im Augenblick. Man kann das nicht machen, ohne unverantwortlich zu handeln. Das erste ist, wenn man diese 20-Minuten-Regelung ernst nimmt, dann muss man sagen, solange das nicht anderweitig geregelt ist, meinetwegen in 10 Jahren durch Espelkamp oder in 20 Jahren durch was anderes, muss diese 10 Jahre Rahn erhalten bleiben. Sonst sollen die Verantwortlichen nicht über die 20-Minuten-Regelung reden. Und das war damals, wie gesagt, ein ganz großes Thema und ist es ja heute auch noch. Ich komme gleich noch mal dazu auf das Grußwort von der Frau Winkelmann, die das da auch noch mal schreibt. Und der Dr. Honsel, das muss ich sagen, hätte ich gehofft, dass du da gerade noch mal drauf eingehst, mache ich jetzt. Der sagt ja, wir greifen zu kurz als Bürgerinitiative. Er hat es einfach nicht verstanden. Wir wollen Rahn retten. Hier sind ungefähr 60, 70, 80 Betten, die durch die Chirurgie belegt wurden in der Vergangenheit. Und er sagt jetzt, die Chirurgie und die Notfallversorgung, das ist das, was er retten will. Das rettet er nie. Er hat es ja jetzt auch nicht gerettet. Er hätte es ja machen können. Hat er doch nicht gemacht. Also sagen wir, es muss eben noch mehr kommen als das. Und das sind eben diese 80, 90 Betten, die kommen müssen aus der Geriatrie des Kreises. Das ist nicht einfach, aber es ist natürlich berechtigt, wenn die Leute sagen, da muss ich aus Petershagen nach Rahn. Ja, sonst müssen die Leute aus Rahn nach Petershagen. Das ist doch das Gleiche. Man muss gewisse Konsequenzen einplanen, aber man kann nicht sagen, man macht Rahn dicht und sagt einfach diese 1000 Fälle, von denen Arno eben gesprochen hat, die als Delta, als Nichtversorgung, nicht keine abgedeckte Versorgung da sind im Jahr, die müssen abgedeckt werden. Ich kann doch nicht einfach Rahn dicht machen und sagen, ja, ihr 1000 Betroffenen, dann habt ihr eben Pech gehabt, dann schieben wir euch auf die Wiese oder so. Geht doch gar nicht. Also ich muss sagen, 20-Minuten-Regelung, Geriatrie ist nicht gelöst und die Notfallversorgung ist nicht gelöst. Also dagegen muss man sich einfach wehren. Und was Augurski auch immer sagt, wir müssen doch bereit sein, in dem Moment, wenn Augurski kommt, starten zu können, um dagegen vorzugehen. Und ich habe hier eben schon mal angesprochen, es gibt ja jetzt neue Planungen auch von der SPD, neue Vorschläge, SPD, CDU, FDP, die da sagen, wir machen das Ganze in Rahn, wir bauen Rahn aus. Ist ja ein blanker Irrsinn, dann kannst du auch gleich Espelkamp ausbauen. Das ist doch verrückt, man hat das da, man muss doch mit dem Vorhandenen auskommen. Und dann kommt zum Beispiel die SPD auf die Idee und sagt, das AVK Auguste-Viktoria-Klinik, das ist, wie schreibt die Frau Hertel und der Herr Pock, die sagen, in Bad Oeynhausen leistet die Auguste-Viktoria-Klinik hervorragende Arbeit. Und weil die Auguste-Viktoria-Klinik weise auch ein gutes finanzielles Fundament auf, im baulichen Bereich gäbe es keinen dringenden Handlungsbedarf. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben vor einem Jahr noch erzählt, 70 Millionen brauchen wir für die Sanierung der Auguste-Viktoria-Klinik. Und das Ganze für 80 Betten. Da sollen die mal hochrechnen. Das ist das kaputteste Ding eigentlich überhaupt, das, wo man am meisten pro Bett investieren muss. Und jetzt sagen die auf einmal, nee, passt nicht so in den Kram, ist eigentlich eine ganz gute Sache, was wir hier haben. Die Auguste-Viktoria-Klinik ist zwar 107 Jahre alt, das macht doch 107 Jahre. Also wenn ich so an die Dinge rangehe, dann kann ich natürlich alles kaputt machen und alles zum Leben erwecken. Und so ist Politik im Augenblick und das meinen wir eben, so geht das nicht. Komme ich zur CDU. Die
die Frau Winkelmann. Ich habe das auch kopiert, habe ihr auch versprochen, dass wir es verteilen. Na, eben hatte ich es noch. Aha, hier habe ich es. Die Frau Winkelmann schreibt jetzt auf einmal, vielleicht können Sie es ja mal durchgeben, ich habe 50 Stück, kann ja vielleicht jeder, den es interessiert, kann sich das ja mit nach Hause nehmen. Also sie wäre gerne hier gewesen, hat sie geschrieben. Und wir sollten doch bitte verlesen, was ihre Meinung ist. Also sie ist dafür, 90% innerhalb von 20 Minuten sollte abgedeckt werden, ohne Wenn und Aber. Und es sollten keine Flöcke eingeschlagen werden, solange nicht die zwei Gutachten erstellt worden sind. Das eine Gutachten ist Augurski, das andere Gutachten ist Lübbecke. Das ist aber noch gar nicht angefangen. Das kann auch gar nicht angefangen sein, weil die ja gar nicht wissen, was Augurski sagt. Also das bedeutet letztendlich, dass das noch eine ganze Weile dauert, bis eine Entscheidung getroffen werden kann, wenn das ernst gemeint ist. Das heißt, Augurski abwarten und danach gehen wir her, lassen das Gutachten machen für Lübbecke und dann fangen wir mal an zu denken. Und was schreibt sie noch? Raden sollte, das ist eben das, was der Dr. Unsel auch sagt, Raden, geriatrische Klinik, ist zu kurz gesprungen, ist zu kurz gedacht, das wäre ja nur eine Reha, wollen wir gar nicht. Falsch verstanden. Und die aktuellen Entwicklungen rund um den Standort Raden sind unhaltbar. Regelmäßig kontaktieren mich Beschäftigte, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das stimmt, aber im letzten Jahr wurde noch geschrieben, Raden ohne Überlebenschance, hat die CDU überall breitgetreten. Also das ist immer diese Sache, wie ich es gerade brauche. Ja, wenn ich gerade brauche, als Argumentation, dass Raden weg muss, dann sage ich, ja, das hat überhaupt keine Chance. Und wenn ich es jetzt auf einmal retten will, weil es mir politisch Stimmen bringt, dann sage ich, mal, die machen jetzt aber komische Sachen. Was wir als Bürgerinitiative wollen, dass wir mitdiskutieren können, dass diese parteipolitische Diskussion aufhört, im Traumbereich, sondern wir wollen einfach bereit sein, Raden zu verteidigen, wenn die Gutachten von dem Augurski veröffentlicht werden. Und dafür müssen wir eigentlich irgendeine Organisation gründen oder irgendwie bereit sein oder irgendwie mehr aktivieren, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist hier in Raden. Eben kam schon der Vorschlag, dass man sagt, wir müssten die ganzen Vereine, ob Schützenvereine oder wer das alles ist, es muss den Leuten beigebracht werden, dass das Konsequenzen hat für jeden Einzelnen, wenn Raden dicht gemacht wird. Und da wäre ich in der Diskussion, die wir jetzt führen, dankbar dafür, welche Ideen da von Ihnen kommen, was man machen kann, wer mit unterstützen will, dass man auf jeden Fall seine Meinung als Radener kundtun kann. So, danke schön.